Ja, ich bin der Schor Sport. Mein Jahrgang ist 1960. Für mich ist Sport eine Leidenschaft und deswegen spiele ich noch immer aktiv Fußball beim TSV Mattel. Ja, ich bin der Wilmer Alexander, bin momentan Trainer der Herrenmannschaft. Er sagt ja nicht, er ist alt, sondern er bleibt ewig jung. Wenn ich im Training bin, dann bin ich einer von denen. Ja, dann bin ich wie 20 oder 30. Dann gibt es keinen Unterschied. Er baut auch die Jungen dementsprechend auf, sagt denen als Vorbild, wie man sich einfach auch vorbereiten soll, wie man leben soll. Und ja, das macht er phänomenal. Das Problem ist bei mir im Sport, dass ich immer nur das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Und im Fußball war es immer so, dass ich nach jedem Spiel einfach Hüftbeuger, ja, der war einfach verkürzt und da habe ich 2-3 Stunden nach jedem Spiel, hat das halt massiv wehgetan. Und dann kam die Corona-Phase eben und wir konnten nicht mehr spielen. Und dann hat unser Co-Trainer eben in die Gruppe geschrieben, wir haben eine neue App und die kann jeder nutzen. Und ich habe mich natürlich mit dieser App beschäftigt und habe den Gamechanger 3 Monate gemacht. Und das Schöne war, nach dem ersten Fußballtraining, meine Leistenprobleme waren weg. Ich konnte wieder Sprinttraining machen, 1,5 Stunden durchtrainieren, also im Laufen und Diagonalsprints. Und dann kam das Glücksgefühl und denke mir, das muss die App sein. Das Wichtigste ist, ich habe meinen Trainer immer dabei. Ja, mein Trainer ist am Handy und wenn ich sage, jetzt mache ich eine Einheit, dann schalte ich den Game Changer ein oder diese Sprinteinheit oder egal was ist und dann mache ich das, was der Trainer sagt, weil ich weiß, dass der Trainer da drin gut ist. Also körperlich braucht man nicht reden, also es ist ein absoluter Phänomen. Dass man in dem Alter noch so physisch benannt ist, der Schorsch ist ein Motivator, ist einer, der immer 100% geben will, der also seine Mitspieler aufbaut. Ich kann eigentlich da nur Gutes sagen. Ja. Ist mir aufgefallen beim Fußball, ich kann Bewegungen machen, die wo ich vorher gar nicht so gemacht habe. Also diese schnellen Bewegungen zum Beispiel, weil einfach der Körper es hergibt. Das ganze Positive, also diese mentale Stärke, die der Georg mitnimmt, für gute Sachen einfach immer sofort zu begeistern, begeistert die Mitspieler, reißt die Mitspieler mit. Und also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber eine positive Art von ihm einfach auch mit aufgenommen und du kannst definitiv mit dem Georg nur gewinnen. Ja, das kann man so als Resümee ziehen. Georg ist ein positiver Typ und der Sportschorsch ist ein absoluter Gewinn für unseren Verein. Es ist jeden Tag, wenn ich aufwache, ist der Körper gut und ich denke mir, wie alt bist du? Ich stehe im Spiegel und denke mir, wie alt bist du? Und der Spiegel sagt mir keine Antwort. Dann sage ich, okay, wenn du es mir nicht sagst, wie alt ich bin, dann sage ich, ich bin 35.